Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Wir schauen uns Dinge an, wo ihr nicht glaubt, dass die wirklich so passiert sind. Vor allem, weil sie aufgenommen worden sind. Lego-Steine sind zweifelsohne eines der beliebtesten Spielzeuge für Kinder. Ja. Aber auch für Erwachsene. Es gibt unzählige Konstruktionen, die man aus diesen kleinen Teilen bauen kann. Aber wer hätte gedacht, dass man daraus auch Armprothesen herstellen kann? Was? Ja, ihr habt richtig gehört. Das ist David Aguilla. Aus Spanien. Und er ist der allererste Mensch, der Legosteine für eine funktionierende Prothese verwendet hat. Nein. David wurde mit einer seltenen genetischen Störung geboren und sein Traum war es, eine bezahlbare und gute Armprothese zu bauen. Normalerweise kosten Prothesenarme zwischen 5.000 und 45.000 Dollar. Aber David hatte mehrere Modelle aus Lego gebaut. Wer weiß, vielleicht werden wir seine Kreation eines Tages auf dem Markt sehen. Ey, wie krass. Das ist ziemlich cool und auch viel billiger. Hä, das sah voll cool aus, Leute. Ohne Spaß. Kannst du immer was anderes raufschrauben danach. Manche Tiere haben viele Talente. Aber habt ihr schon einmal einen Schimpansen gesehen, der Tischtennis spielen kann? Hä? Leider ist nicht viel über diesen Schimpansen bekannt. Aber wir können sehen, dass er sehr gut Tischtennis spielen kann. Ja. Wie durch ein Wunder schafft er es, den Mann ihm gegenüber zu schlagen. Eigentlich sollte der Schimpanse an Turnieren teilnehmen. Es sieht so aus, als ob diese Affenart immer schlauer wird. Es gibt sogar Studien, die behaupten, dass die heutigen Schimpansen schlauer sind als unsere menschlichen Vorfahren. Würdet ihr gerne mal eine Partie Tischtennis gegen diesen Schimpansen spielen? Und glaubt ihr, dass ihr gewinnen könntet? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ey, wie cool ist das, bitteschön? Einfach so ein Schimpansen, damit man Tischtennis spielen kann, um nicht alleine zu sein. Das ist der Vulkan Fagradalsfjall in Reykjavik, Island. Es wird angenommen, dass der Vulkan seit etwa 6000 Jahren schläft und erst kürzlich am 19. März dieses Jahres ausgebrochen ist. Mhm. In den folgenden Drohnen-Videoaufnahmen von Brian Amfinger sehen wir die leuchtend rote Lava, die überall hinfließt. Diese vulkanische Aktivität machte es praktisch unmöglich, sich dem Vulkan zu nähern. Aber wie ihr in diesem Filmmaterial sehen könnt, wollten einige Leute ganz nah an den Vulkan herankommen. Oha. Es ist ein wunderschöner Anblick, aber wir müssen bedenken, dass Lava tödlich ist. Glücklicherweise ist noch nie jemand daran gestorben, weil die Lavaströme relativ langsam sind. Alter. Für die Menschen, die dies im echten Leben erlebt haben, wird es sicherlich ein unvergesslicher Moment gewesen sein. Eine interessante Tatsache ist, dass der Tambora der größte Vulkanausbruch aller Zeiten war, der im Jahr 1815 auf der Insel Soembawa in Niederländisch-Ostindien stattfand. Oha, Leute. Nummer 7. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Alle beisammen. Haltet euch fest, denn ihr werdet gleich menschliche Maschinen in Aktion sehen. Diese Videoaufnahme wurde irgendwo im japanischen Meer gedreht. Wir sehen mehrere Fischer, die dabei sind, einen Thunfisch extrem schnell zu fangen. Hä? Dazu mussten sie eine Menge lebender Köder über Bord werfen. Die Methode, den Fisch auf das Boot zu ziehen, wird Chumming genannt. Für 1000 Kilogramm Thunfisch wären etwa 100 Kilogramm Lebendköder nötig. Boah. Dann müssen die Fischer nebeneinander auf dem Boot stehen und nur noch ihre Ruten hochziehen, um den Fisch kontinuierlich zu fangen. Was? Normalerweise werden für den Thunfischfang Netze verwendet, aber diese Art Thunfische zu fangen wäre ziemlich neu. Aber sehr unglaublich zu sehen, oder? Findet ihr nicht auch? Hey, die laufen einfach auf so einem Fließband Nummer und 6. sowas. Wie krass ist denn das, bitteschön? Die Thunfische. Der Qiantang-Fluss befindet sich in der chinesischen Provinz Zhejiang und mündet in die Ostsee. Glaubt es oder nicht, aber hierher kommen jedes Jahr Menschen, um den Anstieg der Flut zu beobachten. Dieses Phänomen kommt nur an sehr wenigen Orten auf der Welt vor und Menschen aus aller Welt versammeln sich an den Ufern des Qiantang-Flusses, um es zu beobachten. Wie Alter. Ihr sehen könnt, warten sie geduldig auf die Ankunft der erstaunlichen Flut. Die Wellen können manchmal bis zu 9 Meter hoch werden und stellt bitte sicher, dass ihr Ersatzkleidung mitbringt, weil ihr sehr nass werden könntet. Dieses Ereignis wäre eigentlich für mutige Menschen, die ein Abenteuer lieben, reserviert. Aber einige Leute entscheiden sich, mit Jetskis oder Surfboards aufs Wasser zu gehen, um die Wellen zu reiten. Im Oktober 2012 hätten mehr als 650.000 Menschen dieses Spektakel miterlebt. Ey, was? Wie viele sind das, bitteschön? Lol, das sind 10 Stadien. Das ist Luke, ein Hund, der gelernt hat, Motorrad zu fahren. Oh. Ihr denkt jetzt vielleicht, was? Wie geht das denn? Ja. Nun seht euch diese unglaublichen Fähigkeiten von dem Hund an. Tatsächlich hatte sein Besitzer ihm beigebracht, auf dem Motorrad zu fahren und die Kontrolle zu behalten. Der Mann nahm seinen Hund regelmäßig auf eine Spritztour mit und die Leute, die vorbeikamen, konnten kaum glauben, was sie da sahen. Leider verstarb Luke im Jahr 2017, nachdem er gerade ein Jahr alt geworden war. Nein. Es wurde schließlich beschlossen, ein Kompilationsvideo von dem Hund zu machen, das seine unglaublichen Fähigkeiten zeigen sollte. Wie zu erwarten, wurden die Videos zig Millionen Mal angesehen. Ja. Laut mehreren Studien sollen Hunde im Durchschnitt so schlau sein wie ein 2 bis 3 Jahre altes Kind. Übrigens, habt ihr einen Hund? Und welche besonderen Tricks habt ihr ihm beigebracht? Schreibt es in die Kommentare. Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Genau, Leute. Aber das Ding ist, warum ist er mit einem Jahr gestorben? Hat er denn einen Motorradunfall oder was? Das folgende Video, in dem wir einen Tornado sehen, sollte man besser nicht aus der Nähe erleben. Boah. Aber es ist ein unglaublicher Anblick.
Dieses Video wurde angeblich von einem Mann namens Reed Timmer aufgenommen. Okay. Diese Art von Menschen jagen gerne Stürmen hinterher. Dies wäre vor allem in Amerika sehr beliebt. Natürlich ist das sehr gefährlich, denn stellt euch mal vor, in diesen wirbelnden Strudel hineingesaugt zu werden. Aber für diese Sturmjäger war es eher ein aufregender Moment. Was? Auf den sie ihr ganzes Leben lang gewartet haben. Diese Videoaufnahmen des Tornados wurden am 7. Mai 2016 in Ray, einem Ort in Colorado, gefilmt. Ein anderer Sturmjäger namens Gabe Cox war ebenfalls in der Gegend und zeichnete auf, dass der Tornado mit 209 Kilometern pro Stunde vorbeirauschte. Er sagt, dass auch Trümmer in der Nähe flogen und dass er Lastwagen auf der Straße sah. Trotz der Gefahr entschieden sie sich, dieses Ereignis weiter zu filmen und die Videos wurden mehr als 40 Millionen Mal geklickt. Selbst die professionellsten Sturmjäger raten eigentlich davon ab, einem Tornado so nahe zu kommen, weil man nie weiß, welche Richtung er einschlagen könnte. Ey, das ist ja richtig krass, Alter, mit solchen Tornados. Ich mag sowas voll, diese Videos sehr gerne zu gucken. Dieser Bauer, der aus dem Nordosten Chinas stammt, hütet eine Herde von Tausenden von Hühnern. Mhm. Und nicht nur ein paar Tausend, sondern über 70.000 Hühner. Lernt Sang King Jun kennen, ein Bewohner des Dorfes Maosheng in der Provinz Heilongjiang. Jeden Tag, wenn er seinen Motor anlässt, hören die Hühner das Geräusch und die ganze Herde stürzt zu ihm und jagt ihn auf das Feld. Was? Das Land, auf dem er die Hühner hält, ist etwa 4 Hektar groß. Es ist ein Gebiet, in dem die Hühner frei herumlaufen können. Aber wenn man sie alle zusammen sitzen sieht, würde man eigentlich das Gegenteil denken. In den ersten Monaten, nachdem er mit der Hühnerzucht begonnen hatte, musste der Mann die Hühner nicht oft füttern, weil die Wiese voller Heuschrecken und Insekten war. Lol. Aber das wurde immer weniger und weniger und Monate später fing er an, sie mit Mais zu füttern, der mit Wasser vermischt war und gelegentlich mit etwas Fisch. Inzwischen ist der Mann eine Internetberühmtheit und er streamt auch regelmäßig die Entwicklung seiner Hühner per Livestream. Ey, sein Plan ist es, im kommenden Jahr mehr als 300.000 Hühner zu haben. Wie geht das? Wie kann man sich um alle kümmern? Hä? Das folgende Video ist mir schon mehrfach begegnet und gehört definitiv auf diese Liste. Ob es nun reiner Zufall ist oder nicht, dieser Moment, in dem eine Kiste aus einem fahrenden LKW fällt und dann zweimal zurück in den LKW springt, ist einfach unglaublich. Nachdem ihr dieses Video gesehen habt, fragt ihr euch sicherlich, wie ist das überhaupt möglich? Ja. Leider weiß ich es selbst nicht genau. Aber der Autofahrer, der hinter dem LKW auf einer Autobahn irgendwo in Asien fuhr und den Moment festhielt, muss sehr erstaunt gewesen sein, als er das sah. Tatsächlich soll das Video viral gegangen sein, dass mehrere Experten den Clip untersucht haben. Okay. Ihnen zufolge ist es schwer zu verstehen, aber es hätte mit dem Luftstrom und dem Druck zu tun, der auf die Kiste ausgeübt wird, während sie auf dem Asphalt aufprallt. Ey, das finde ich ja so krass. Nummer 1. Der fährt ja noch voll schnell. Wie geht das? Radfahren ist nicht in jedem Land populär, aber in den Niederlanden ist es das. Ja. Die Niederlande halten den Rekord für die meisten Fahrräder pro Einwohner. Tatsächlich soll es mehr Fahrräder geben, als Menschen in den Niederlanden leben. Aber auch der folgende Mann auf dem YouTube-Kanal The Q liebt das Radfahren. Nur war es an diesem Tag eisig kalt und er beschloss, sein Fahrrad zu zerlegen, die Gummireifen zu entfernen und sie durch Sägeblätter zu ersetzen. Nein. Es hat ihn ziemlich viel Arbeit gekostet, da er das ganze Fahrrad neu gestalten musste. Aber das Endergebnis ist sehr cool anzusehen. Dann nahm er sein Fahrrad mit auf einen zugefrorenen See für eine Testfahrt. Nein. Aber leider war der erste Versuch nicht erfolgreich. Das Fahrrad bewegte sich nicht, weil die Säge zu scharf war und durch das Eis ging. Oha. Aber um das zu beheben, brachte er Metallplatten an der Säge an. Und so verlief der zweite Versuch reibungslos. Schaut euch an, wie er mit seinem Fahrrad auf dem Eis fährt. Das muss eine ziemlich coole Erfahrung gewesen sein. Ey, was? Meint ihr auch? Ich muss sagen, also mit dem Fahrrad fand ich schon cool, aber was ich wirklich am coolsten fand, war wirklich der Schimpanse, der einfach Tischtennis spielt. Ich meine, man hat ja immer das Problem, dass man, wenn man zum Beispiel Bock auf Tischtennis hat, dass man nicht direkt jemanden hat, der quasi mitmacht. Aber so ein Schimpanse, der wird sofort mitmachen. Und der würde ich sogar noch abziehen. Leute, lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn ihr von sowas gerne mehr sehen möchtet. Checkt auf jeden Fall die beiden Videos aus, checkt Weiße Eule aus. Haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.